ist ja nicht toll. Die Leute sind zusammen, die sprechen zusammen. Und irgendwie haben wir das gute Gefühl, dass die Festzeit 2022 schön wird. Heute jedenfalls schönes Wetter, gute Stimmung und Freunde, die zusammenstehen. Das ist Zusammenhalt im Gladbacher Land. Die Schützenzeit ist wieder da. Wir freuen uns auf ein wunderbares Schützenjahr 2022. Und wir freuen uns ganz besonders, dass der Auftakt unserer Festzeit begleitet wird. Begleitet wird von der Europäischen Gemeinschaft historischer Schützen. Du wirst geehrt für alles, für dein Lebenswerk. Das Präsidium der EGS hat beschlossen, Pfarrer Johannes van der Worst, Bruderrat Mönchengladbach, einem verdienstvollen Mann, der mit großem Einsatz die Ziele der Europäischen Gemeinschaft historischer Schützen vertritt, das silberne Verdienstkreuz zu verleihen. Herzlichen Glückwunsch! Wort, das wir im Rheinland kennen, heißt Prost zusammen. Gott sei Dank. Schützenwesen hat nicht nur Tradition, hat auch Zukunft, das sieht man hier. Es ist auch toll zu sehen, wie viele junge Leute auch dazukommen, die einfach miteinander feiern wollen, die aber was gemeinsam bewegen. Ja, da ist schon mehr im Spiel als eben was trinken, sondern da wird angepackt, da wird Gemeinschaft gelebt und da bin ich sehr stolz und froh drauf, dass wir so viele Leute haben in Mönchengladbach, die im Brauchtum engagiert sind. Und jetzt bitte Laola von unten nach oben. Eins, zwei, drei, hoi! Schön, dass wir uns heute sehen konnten, dass wir Musik erlebt haben, dass wir Freude hatten, dass wir gemeinsam Prost sagen konnten. Aber das ist nur der Anfang. Wir sehen uns wieder beim Schützenfest in der Nachbarschaft, beim Schützenfest im Stadtteil, bei unseren Festen und Veranstaltungen bis hin zum Stadtschützenfest im September. Auf ein frohes Wiedersehen in Mönchengladbach, Reit- und Kochschulhof.